Ja, hallo und willkommen zu einem Pickup-Video. Ich habe bei mir in der Nähe der Arbeit gibt es das Sozialkaufhaus und ich musste dran vorbeigehen. Da habe ich gedacht, ach, schau mal vorbei, ob ich da was finde, und ob ich was gefunden habe, das seht ihr gleich. Wie kurz erwähnt, ich war im Sozialkaufhaus, ich habe das bei mir in der Nähe der Arbeit und dann gucke ich immer gerne mal durch. Ich unterstütze das auch ganz gerne ein bisschen in dem Sinne, weil das, was dort ja erwirtschaftet wird, geht ja auch in die Hilfe von Menschen, und warum nicht denen dann auch etwas abnehmen für die Sammlung, wohlgemerkt, jetzt nicht rein, um irgendwie nur weiter zu verkaufen, das muss ich da auch dazu anmerken. Ja, und ich bin dann so ein bisschen am Stöbern gewesen und ja, habe dann 4 Teile gefunden, also es wird kein langes Pickup, was sehr interessant ist. Ja, was ich nicht alle Tage gesehen habe, sozusagen, und meine Sammlung bereichert. So, der Anfang macht einen Film, eine DVD. Ich bin zwar der Blu-ray-Typ, wie ihr auch wisst, aber ein Film hat mich da nicht angelächelt, kann man das so sagen. Na egal, den kannte ich so nicht und sieht man auch selten. Und da habe ich gedacht, komm, zum einmal gucken, ist der nicht schlecht. Und es ist Agent Red mit Dolph Lundgren. Ist ab 16 freigegeben. Ich habe keine Ahnung, worum es, ob der gut ist, sagen wir mal so. Worum es geht, weiß ich natürlich nur durch den hinten. Da wird eine Biowaffe geklaut und damit will Russland Amerika vernichten. Und der Marinesoldat Dolph Lundgren soll diese ganze Sache verhindern. Ja, sieht wahrscheinlich vom Cover her spannender aus, als er ist. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich guckte gerade, ob hier ein Datum steht, von wann das ist. Hier ist nämlich nur Copyright. Hier drin ist nichts weiter als eine DVD. Aber nö, kein Datum drauf, aber ist halt vor 20 Jahren erschienen. Garantiert. Ja, leider kein Datum, wie gesagt, aber ja, nicht schlecht. Madison Home Video. Ja, mal zum Ausprobieren geht das. So, dann habe ich noch ein Computerspiel da gefunden. Das ist einfach so für die Harry Potter Fans sozusagen. Harry Potter und der Feuerkelch. Alles im super Zustand, alles dabei, weil die sind ja schon etwas seltener. Und ja, machen sich ganz gut, weil die sind auch auf Steam nicht immer zu finden. Und ja, die Spiele sind gar nicht so schlecht. Nicht für die Vermietung bestimmt, steht sogar drauf. Naja, da habe ich auch nicht gemietet, habe es ja gekauft. Ja. Und dann eine Sache, das ist aber etwas, was ich an den lieben Bürgermeister, den Flo, so wie es aussieht, weitergeben werde, denn der ist ein größerer Fan davon als ich. Und zwar Bim Bambino aus 6 mach 1. Das ist ein Würfelspiel. Hier hat man sozusagen Teile drin, aus denen baut man dann den Bino zusammen. Man muss würfeln, das sind 6 Teile. Und wer vermutlich als erstes das fertig hat, der gewinnt. Die Spielkarten sozusagen, um Bino zusammenzubasteln. Also hier haben wir zum Beispiel Kopfteil. Und dann haben wir Füße. Die werden dann wirklich zusammengepuzzelt. So, was haben wir noch? Einen linken Arm. Komm. Ich puzzle hier mal eins einfach blind zusammen. Und den zeige ich euch dann in einem Bild sozusagen. Na, komm, geh da rein. Na egal. So, ein Körper und dann noch eine linke Seite. Also ein Körper brauchen wir. Vermute mal, dass wir das so alles so ein bisschen zusammenbauen. Und das ist die 4. Ich brauche die 3. Da ist die 3, der linke Arm. So, dann haben wir ein Bino hier. So, werde ich euch gleich einblenden. Zusammengepuzzelt halt. Ist nichts Besonderes, ist ein einfaches Kinderspiel. Ich vermute, dass ein Würfel noch dabei lag und die Anleitung, weil es beides fehlt. Ein Würfel lässt sich schnell finden, aber die Spiel- oder diese Spielkarten, diese Spielteile sind dabei, und ich glaube, das ist wesentlich wichtiger. Ja, und im Endeffekt, das ist es fast gewesen. Ich habe noch eine Sache gefunden. Und das sieht man echt selten. Das ist auch in, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland so richtig draußen war, weil es halt Englisch ist. Und das ist ein Schlüsselanhänger von Battleship, also Schiffe versenken. Und das Coole dabei ist, das kann man öffnen. Das ist eine Miniatur. Und hier, es ist wirklich die beiden Spielfelder. Ich
zeige euch das gleich in einer Aufnahme detaillierter. Das kann man so ja schlecht sehen. Und es sind auch jeweils zwei Schiffe drin. Und man kann sozusagen damit unterwegs im Mini-Format Schiffe versenken spielen. Ich finde es mega cool. Ich mag diese Art von Miniatur. Und es ist einfach nur toll. Ja, es hat irgendwo was. Es sieht aus wie so eine kleine Box. Wenn man allein den Schützenhänger wegmachen würde, würde das aussehen wie das Spielbrett oder das Brettspiel halt, ne? Also der Kasten. Von diesen Schlüsselanhängern gab es übrigens auch eine ganze Menge anderer MB-Spiele, wie Scrabble, ich glaube auch Monopoly, weiß ich jetzt nicht. Aber ich, also wie gesagt, Scrabble habe ich gesehen und Life heißt das im Englischen. Im Deutschen hieß es Spiel des Lebens. Genau, das Spiel des Lebens. Auch ein Kultspiel, ein Kindheitsspiel von mir. Gibt es auch in so einer Form. Finde ich witzig. Findet man die alle Tage und ja, das war's auch. So eine kleine Mini-Pickup-Haul. Anders kann ich es jetzt nicht nennen. Ne? Ja, das wollte ich euch zeigen, ne? Und das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Liken, teilen, abonnieren und kommentieren vor allen Dingen. Wie findet ihr das? Für mich ist das Highlight trotzdem aus diesem kleinen Lot der Schlüsselanhänger mit diesem Mini-Battleship-Spiel. Jedenfalls einfach cool. So, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.